Die Fondation Beiler präsentiert von Februar bis Mai das großartige, vielseitige Werk des französischen Künstlers Odilon Redon. Redon ist ein Hauptvertreter des Symbolismus und zugleich eine Gründerfigur, eine Vaterfigur der Kunst des 20. Jahrhunderts, also der klassischen Moderne. Sein Werk ist einzigartig, auch durch seine Entwicklung, durch seine Wendungen. Das Frühwerk ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit der Farbe, durch Dunkelheit, durch Schwarz und das Spätwerk dann ganz stark geprägt durch Farbigkeit, durch Buntheit und Helligkeit der Farbpalette. Dieser Wechsel kann man auch mit der Biografie des Künstlers in Verbindung bringen. Odilon Redon hatte eine schwierige Jugend und Kindheit, ist einsam und auch verlassen geradezu aufgewachsen. Und diese schwierige, dunkle Zeit hat sicher auch sein Frühwerk geprägt. Das Auftreten der Farbe trifft ein, gleichzeitig mit der Geburt seines Sohnes Ari, 1889. Und dieses Ereignis, diese Geburt war für Redon wirklich ein ganz besonders freudiges, heiteres Erlebnis. Und er selber hat diesen Moment auch mit seiner künstlerischen Entwicklung in Verbindung gebracht. Also sozusagen die Geburt des Sohnes auch als Moment der Heiterkeit, der Fröhlichkeit und der Klarheit seiner Farbpalette. Wenn man die Motivik von Redon vergleicht, zwischen von Früh- und Spätwerk, fällt auf, dass das Frühwerk geprägt ist durch unheimliche, düstere, monströse Figuren, auch durch apokalyptische, fast auch beängstigende Szenen und Figuren. Es tauchen fast fabelhafte, monströse, fantastische, bizarre Wesen auf, Spinnen, die lachen, Pflanzen, die zugleich ein menschliches Gesicht haben. Also wirklich dieses Unheimliche, dieses fantastisch Bizarre, was diese frühe Zeit prägt. Im Gegensatz dazu ist das Spätwerk, das farbige, das helle Werk, geprägt durch auch himmlische, leuchtende, strahlende Figuren, die etwas was Göttliches haben. Es tauchen auch Blumen auf, sehr, sehr farbige, sehr farbintensive, leuchtende Blumen. Also auch in der Motivik, im Gegenstand der Darstellung gibt es zwischen diesem Früh- und Spätwerk einen sehr großen Unterschied, einen sehr großen Wandel. Redon ist als Vaterfigur der Moderne wirklich auch besonders einflussreich gewesen auf verschiedene große Künstler des 20. Jahrhunderts, namentlich auf Henri Matisse, der Redon auch gesammelt hat, schon sehr früh. Auch auf Bonnard hat er einen großen Einfluss, auf Picassos Frühwerk und das geht weiter bis zum Surrealismus und auch zur Abstraktion. Das Interessante bei Redon ist tatsächlich, dass sich in seiner Kunst ganz verschiedene Strömungen der Kunst des 20. Jahrhunderts auch eröffnen oder vorankündigen und aus dieser Perspektive haben wir versucht, den Künstler hier in der Fondation Beiler auch zu präsentieren. Wir befinden uns hier im ersten Raum der Ausstellung, der vollkommen verdunkelt ist und können dadurch auch direkt in das geheimnisvolle, unheimliche, auch schattenreich von Redon einsteigen. Es ist eben dieses frühe Universum, das sich hier in den ersten zwei Ausstellungsräumen eröffnet, dieses schwarze, düstere Universum mit verschiedenen unheimlichen, bizarren, fantastischen Szenen und Figuren. Sie haben hier die sogenannte lächelnde Spinne von ca. 1881 aus dem Kunsthaus Zürich, eine Kohlezeichnung. Und gerade diese Technik, dieses Material prägt auch dieses frühe Werk. Das schwarze Werk, das dunkle Werk ist wirklich gekennzeichnet durch diese Kohle und dann auch später durch die Lithografie, also zwei Techniken, die wirklich ganz prägend waren für diesen Künstler, für das Frühwerk und auch, wo er besonders viele Innovationen eingebracht hat, sehr experimentierfreudig mit diesen Materialien umgegangen ist. Die Spinne, die lachende Spinne, ist ein ganz typisches und auch ikonisches Beispiel für diese schwarze Phase. Das Motiv ist eine eigentlich mehr oder weniger
realistisch dargestellte Spinne, aber es fällt auf, dass Redon dieser Spinne ein menschliches Antlitz hinzugefügt hat. Diese Verbindung von Mensch und Tier, zum Teil auch Mensch, Tier und Pflanze, ist etwas, was diese Noir-Zeit, diese schwarze Zeit grundsätzlich auch auszeichnet. Und es ist ein Motiv, wo man auch das besondere Interesse von Redon für die darwinistische Evolutionslehre spüren kann. Redon hat sich schon sehr früh auch mit den Naturwissenschaften auseinandergesetzt und eben auch mit der darwinistischen Evolutionslehre. Und diese Überlegung nach dem Ursprung oder auch der Entwicklung und Verwandlung von Lebewesen in der Natur, das ist etwas, was sich auch in diesen fast monströsen Figuren äußert. Man sieht aber bei dieser lachenden Spinne, dass Redon sehr oft auch Gegensätze verbindet, nicht nur das Menschliche und das Tierische, sondern auch das unheimlich Düstere, vielleicht sogar etwas Widerliche mit dem Lustigen, Komischen und Heiteren. Diese Spinne ist nicht einfach nur ein Monster, sondern es ist auch ein sehr witziges, heiteres, lachendes Wesen. Und diese Verbindung von Gegensätzen, das ist letztendlich etwas, was das gesamte Werk von Redon immer wieder geprägt hat. Nicht nur im Wechsel vom Dunkel zum Hell, vom Schwarz zur Farbe, sondern auch eben in dieser sehr vielfältigen, verschiedenartigen Motivik. Die spätere Werkphase von Redon ist gekennzeichnet durch eine extreme Farbigkeit und Helligkeit der Farbpalette im Gegensatz zur dunklen Phase des Frühwerks von Redon. Ab ca. 1890 wird es zu diesem Wechsel, zu diesem Wandel kommen. Dieses Jahr fällt zusammen mit der Geburt des Sohnes von Redon. Diese Geburt hat Redon selbst als besonders heiteres und freudenreiches Ereignis auch beschrieben. Und er selber hat diese Entwicklung oder dieses Ereignis mit seiner Werkentwicklung in Verbindung gebracht. Zu diesen besonders auch farbintensiven, bunten Bildern gehört sicher auch dieses Gemälde aus der späteren Zeit, um etwa 1910 entstanden, ein Gemälde aus dem Museum of Modern Art, das, wie gesagt, diese Erweiterung der Farbpalette sehr schön zum Ausdruck bringt, eine auch von der Motivik her sehr fröhliche, verspielte Komposition, zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn man genau hinschaut, sieht man, dass diese bunten Schmetterlinge vielleicht effektiv auch aus den Abgründen, aus den dunklen Abgründen dieses Meeres, dieser dunklen Wasserdomäne entsprungen sind, vielleicht auch aus dieser Höhle entwachsen sind. Es sind auch Schmetterlinge, die wirklich mit der Idee der Verwandlung spielen. Als Schmetterlinge an sich natürlich wird dieses Thema berührt, aber man sieht, dass sich hier diese Schmetterlinge auch mit den Blumenfiguren verbinden, so als wäre die Blume praktisch die Vorphase des Schmetterlings, also die Metamorphose auch als ganz wichtiges Thema bei Redon. Das sieht man eben auch in seinen frühen Arbeiten, bei der lachenden Spinne geht es um dieses Thema und auch in seiner farbigen Motivik, die sehr heiter, sehr bunt wirkt, hat es sehr oft dann auch Anklänge wieder auf sein Frühwerk, also auf diese dunkle Dimension. Nichtsdestotrotz ist das auch ein sehr schönes Beispiel, um das besondere, die besondere Anschauung der Natur zu verstehen, die Redon begleitet hat. Es ist eine sehr ambivalente Naturwahrnehmung. Einerseits interessiert sich Redon ganz stark für das genaue Beobachten der Natur. Man sieht zum Teil wirklich auch fast einen mikroskopischen Blick auf die Natur. Man erkennt das an Details dieser Schmetterlingsflügel, die ganz präzise dargestellt sind. Und zugleich natürlich fließt bei Redon auch immer die Fantasie und die Imagination mit ins Bild. Also die Naturbeobachtung verbindet sich wirklich mit der Fantasie, mit dem Vorstellungsvermögen des Künstlers.
Und gerade dieser Aspekt ist auch interessant, weil er sich in diesem Interesse auch für das praktisch Unsichtbare, für das, was sich jenseits des Sichtbaren befindet, auch ganz stark von den Impressionisten distanziert, die eben sehr stark sich für die oberflächliche Seite der Natur interessiert haben. Redon allgemein interessiert sich für das, was jenseits der Oberfläche, jenseits der Fassade sich befindet. Das umfasst nicht nur natürlich das mikroskopische Bild, sondern auch das Seelenleben, das Unbewusste, den Traum und den Albtraum. Die Feier und die Verherrlichung der Farbe und des Lichtes, die Redons Spätwerk geprägt hat, findet sicher einen Höhepunkt in der Darstellung des Wagen des Sonnengottes Apoll. Wir haben hier eine der schönsten Versionen zu diesem Thema, der Char d'Apollon aus dem Musée d'Orsay in Paris. Es ist eine Pastellarbeit, also eine ganz besondere Technik, die für Redons Spätwerk, für Redons farbiges Werk, besonders auch kennzeichnend ist. Gerade in seinen Pastellarbeiten sieht man, wie unheimlich intensiv und leuchtend die Farben in seinem Werk sind. Auch darin sieht man wirklich die Vorreiterfunktion von Redon. Diese Dichtheit und diese Strahlkraft der Farbe ist sicher etwas, was dann auch für Künstler wie Matisse eine große Rolle gespielt hat. Man sieht hier aber auch, dass Redon ausgehend von einem traditionellen mythologischen Thema, das er auch immer wieder behandelt hat, diesem traditionellen Motiv eine ganz neue auch Bedeutung, eine ganz neue Sichtweise verleiht. Man sieht grundsätzlich den Sonnenwagen dieses Sonnengottes Apoll mit den vier wunderbaren weißen Pferden. Der griechische Sonnengott erlegt gerade einen Drachen, der sich hier in diesem dunklen, düsteren Bereich bewegt, aus der Dunkelheit, aus den Untiefen emportaucht. Und ein kleines Detail hier, plötzlich taucht der Pfeil des Apolls auf, der diesen Drachen bezwingt. Das Thema ist wirklich letztendlich auch programmatisch repräsentativ für die Werkentwicklung von Redon, also letztendlich die Überwindung der Dunkelheit, des Düsteren zugunsten der Farbe und der Helligkeit. Redon selber hat immer wieder betont, dass es sich hier letztendlich wirklich um den Triumph der Farbe und den Triumph der Freude über die Dunkelheit, über die Düsterheit auch handelt. Sehr interessant, jenseits der Farbintensität ist auch die abstrakte Dimension, die sich in diesem Werk äußert. Man sieht diesen Nimbus, diesen Schein aus Orange und Gelb und Weißtönen, der eigentlich eben der Sonnenwagen des Gottes Apoll sein sollte oder darstellt. Zugleich sieht man, dass dieses Motiv, dieser Gegenstand hier, sich in reiner Farbe und in reinem Licht auflöst. Also wirklich eine praktisch abstrakte Interpretation dieses traditionellen mythologischen Themas, wo praktisch das Motiv wirklich dann zum Farb- und Naturereignis wird.